herzlich willkommen beim neuen Video. Heute geht es um Huchenteckel, Basics, Grundsatz, Ruten, Ruhen, Schnur, ein bisschen Knoten, alles was man so braucht zum Huchenfischen. Und das möchte ich euch ein bisschen zeigen. Da hoffe ich, wird dann später die Schnur aufruhen. Wir da auch ein paar Worte dazu sagen, was wir verwenden, was für uns da auch passt. Man muss dazu sagen, es ist nicht überall alles erlaubt, aber bei uns ist es so, wie wir fischen, gang und gäbe. Wir erklären auch, warum wir so fischen, warum wir das gern haben und so weiter. Wir sind heute da im Heimathafen, in unserem Geschäft in Leimnitz, in der Südsteiermark. Wir sind heute einmal nicht im Studio und wollten euch einmal ein bisschen einen Einblick gewähren, wie das da bei uns ausschaut im Geschäft, wenn man da reingeht. Man sieht schon allerhand Ruten, allerhand Kunstköder und so weiter und so fort. Natürlich auch viel von unseren Produkten, das ist klar. Ja, und ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschalten habt und hoffe, dass euch das was bringt. Falls Fragen habt, einfach kommentieren, dazu schreiben, wir gehen ja näher darauf ein. Aber wir zeigen euch jetzt einmal die Basics, worauf es ankommt und was man halt braucht. So, da. Ich habe jetzt da den goldenen Griff gemacht zu unserer Huchenrute, der heißt Bone Crusher Spin, 2,60 m, 100 bis 250 Gramm Wurfgewicht. Und das ist wirklich ein super klasses, optimales Stangl. Wir haben auch versucht, dass wir Preis-Leistung wirklich optimieren, also im Interesse der Kunden auch und natürlich auch in unserem Interesse, weil wir nichts neugierig sind, dass wir immer vor irgendwelche Reklamationen oder sonst was haben. Und deswegen stelle ich euch genau die Routen vor. Das ist nämlich wirklich nahezu unzerstörbar. Das ist eine super Routen. Wir haben ganz große Ringe. Ihr seht das da, wenn ich meinen Finger durchstecke, extra für den Winter, quasi fürs Huchenfischen, wenn der das Ringel zugefräst oder was, dass du einfach einen größeren Durchlass hast. Wir haben da spezielle Matten drüber über dem ganzen Plank. Wir haben hinten ein Gegengewicht, das auch von der Ausgewogenheit her besser ist. Das, was ich da jetzt in der Hand habe, ist aber allerdings noch das ältere Modell. Das neue Modell ist in Arbeit und wird 2021 leider erst, durch Corona hat sich das verschoben, wird die modifizierte Ausführung von dieser Route kommen, was aber dem Plank nichts abtut, das ist ganz derselbe Plank. Ja, was kann man jetzt da sagen? Eine gute Huchenrute ist immer eine Rute, wenn ich mit der Fischen gehe, muss ich jedes Mal rechnen, dass ich den Fisch meines Lebens am Haken habe. Und genau diese Kriterien muss die Rute erfüllen. Das heißt, sie muss in der Spitze ein bisschen nachgeben, weil ein Huchen ist ein Saugreiber, das ist nicht so wie ein Hecht, der jetzt der Stoßreiber ist, der da hinkracht, sondern ein Huchen saugt die Beute an, fokussiert die Beute, schwimmt nach, saugt ihn an und stoßt drauf gleich. Aber natürlich ist auch das Saugen wichtig. Deswegen sollte sie in der Spitze nicht zu hart sein. Also sie soll schon hart sein, aber das soll genau passen, das haben wir da gemacht, dass der den Köder ein bisschen aushauen kann und dann muss der Bums kommen. Das heißt, der Huchenruten ist eine richtig steife, starre Ruten, die eine Spitzenaktion hat, aber, und das Besondere kommt jetzt, und der Lost parabolisch arbeitet. Das heißt, die Ruten muss von der Aktion her wirklich schön abfedern. Ein großer Huchen, der schlagt mit dem Schädel links, rechts und so weiter und so fort. Der dreht sich, macht er ruhig und sonst was. Und diese ganzen Kapriolen muss die Ruten abfangen können. Und das kann unsere Rute. Wir haben auch bewusst die Ruten mit 2,60 m gemacht. Es sind 10 cm weg von der Norm, weil normal sagt man Spinnfischer 2,70 m. 2,60 m deswegen, damit man die Kopflast rausnehmen, damit es wirklich lang und super mit der Stange fischen könnt. Ja, jetzt wollte ich nur zu der Rute noch mal ein bisschen was sagen. Und ich habe einen Freund, der seine Hänger so theatralisch löst, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und was das Ding aushält, das ist einzigartig meiner Meinung nach. Also wenn du das mit einer anderen machst, hast du die Fetzen in der Hand und die Rute hat wirklich schon irrsinnig viel Fisch gefangen und hat viel überlebt. Und deswegen stelle ich euch die jetzt da vor. So, zur Ruhe kommen wir jetzt da. In der Huchenfischerei haben wir extrem viel Hänger, wir haben immer fort irgendwas, sind irgendwelchen Widrigkeiten ausgesetzt, ob das jetzt das Wetter ist oder dass man wo ausrutscht und hinfällt oder irgendwas anderes passiert, da ist halt immer irgendwas, was einem passiert. Das ist ganz normal beim Huchenfischen, das gehört dazu. Und deswegen braucht es eine Ruhe, die wirklich erstens einmal sauber wirft, robust ist, viel aushält, auch vom Getriebe her, für Hängerlöser und diese ganzen Geschichten. Gibt es natürlich auch Leute, die da willkürlich herumreißen, das sollte man grundsätzlich sowieso vermeiden. Aber wir haben uns entschieden, oder ich auch persönlich fisch sowieso nur SW-Modelle, das heißt Saltwater-Modelle, weil die von Grund auf, vom Konstrukt her schon viel
stärker und stabiler gebaut sind als wie Süßwassermodelle. Das muss man sowieso mal wissen. Sagen natürlich viele Leute, ja, der hat da so einen Knubbel, das gefällt mir nicht zum Fischen oder was. Ich sage euch ehrlich, das ist reine Gewohnheitssache und nichts anderes. Und wenn es richtig kalt ist und du brauchst einen Grip, bist froh, dass du so einen riesen Knubbel in der Hand hast, als wie irgendein kleines Schraferl, was du vielleicht angehörst oder was im richtigen Moment. Und deswegen sage ich das jetzt einmal so zu den Saltwater-Modellen. Das, was ich da in der Hand habe, ist die 2021er Serie schon, also das ganz brandneue Modell von der Shimano Saragossa. Welche Vorteile hat die Ruin jetzt? Die Ruin hat ganz viele Vorteile. Wir haben zum einen ein X-Chip-Getriebe, wir haben ein Hagen-Gear-Getriebe eingebaut, das heißt, wir haben ein Warmschaftgetriebe, wir haben eine wirklich präzise und exakte Schnurwicklung. Was man da sagen muss zu der Ruin ist auch, es sind in der Verpackung Beilagscheiberler dabei. Da hat es die auch nicht verlieren, da hat es die aufgehalten, weil wenn ihr mit geflochtenen Schnüren angelt, so wie wir das auch machen, ja, so wie es der Hoffi gesagt hat vorher, dann ist oft ganz wichtig, dass man den Hub ausgleicht. Das heißt, die Ruin ist konfiguriert auf stärkere monophile Durchmesser. Wenn ich jetzt der 25er, ist ja wurscht, irgendeine dünne geflochtene auf die Draht, dann kann sein, dass da unten der Hub einfach zu kurz wird. Und für das sind diese ganzen Beilagen, dass die selber einfach aufkurbelt haben und da wirklich schaut, ob die Ruin diesen gesamten Radius des Hubes quasi da nutzt, damit ihr da wirklich ideal am Wasser zugange seid. Shimano braucht man nicht reintreiben, ist wirklich eine gute Ruin. Und was da jetzt bei dem Modell ist, wir haben die wirklich jetzt, ich fische meine glaube jetzt 8 Jahre oder 7 Jahre und Preis-Leistung ist da ein Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eigentlich unübertroffen. Also die Preisklasse, die Ruin ist jetzt da nicht überteuer oder irgendwas, aber da stimmt Preis-Leistung und da hast viele Jahre Freude, wenn du die nutzt. So, was man jetzt natürlich noch sagen muss, bei Shimano Ruin, weil ich fische eigentlich ausschließlich Shimano privat, ist einfach, du tust der Ruin wirklich was Gutes, wenn du vor Saisonbeginn einfach quasi die Ruder rausdrehst, da die Kurbel, das ist auch wichtig, die hat eine eingeschraubte Quint direkt ins Getriebe, also die ist da nicht gegenschraubt, sondern wenn man die da aufmacht, sieht man, dass man dort quasi nur auf das abdichtete Lager drauf sieht. Das ist jetzt dann eben bei den Saltwater Modellen, die von Haus aus, wie ich schon gesagt habe, robuster sind und das zählt da auch dazu. Vor Saisonbeginn einfach alle Jahre ein paar Tropfen Säure- und harzfreies Ruinöl rein. Oma oben von der Wellen, bitte kein Fett, weil Fett wird hart und dann habt ihr nur Füllfunktionen auf eurer Ruin. Also Ruinöl pflegen und dann ist das wirklich ein Produkt, mit dem ihr jahrelang Freude habt und euch auch wirklich drauf verlassen könnt. Bremskraft, top, alles super. Gibt es auch bei uns zum Bestellen im Shop, fishingprofi.com, Shimano Saragossa, könnt ihr reinschauen, kriegt ihr es bei uns als kaufen. Wir sind die glücklichen Gewinner, die noch ein paar uns gesichert haben und deswegen haben wir da noch ein paar Flager, weil die Dinge halt sehr schnell vergriffen sind. So, und jetzt sind wir noch beim letzten Thema Kescher, da wird ja immer herummunkelt und was weiß ich alles und das ist jetzt mein privater Kescher, den ich habe, den habe ich mir da sogar schon verstärkt, habe mir die Ösen rausgegeben. Also, der Kescher, ich erkläre jetzt warum ich den nehme, wieso ich den gern habe und warum ich so fisch wie ich fisch. Der Kescher hat ein Maß, da bis da sind 80 cm, Tiefe auch 80 cm, hat ein gummiertes Netz, ein relativ grobes, ich hoffe, das sieht man am Video. Und für mich passt der Kescher ideal. Also, ich habe da schon wohl einen Trick gehabt mit 2 Metern und was weiß ich alles, ich konnte damit schmeißen. Und warum ich kein größeres Modell da umeinander zeige, kann ich erklären. Es sind am Fluss überall Dornen und Klumper, du bleibst eh so schon überall hängen, wenn du da durch das Gestrüpp rennst. Und wenn du jetzt dann noch mit so einem 1,50 Meter Kescher umeinander laufst, wie manche das machen, mir reibt es auf, ich mag es nicht und will es nicht und werde es auch nicht tun und ich werde weiterhin so fischen. Du bleibst einfach nicht so schön hängen und du kannst dir den ein bisschen eintragen, so, siehst du, und dann hagelst du nicht überall rein. Das nächste, was zu den Kescher sagen ist, wichtig ist wirklich einen Kescher zu verwenden, der einen Metallkranz hat, dass ich auch in der Strömung, wenn ich jetzt in die Strömung reinfahre mit dem Kescher, ja, dass sich der nicht verwindet, zusammenklappt oder sonst irgendwelche Probleme macht. Des Weiteren verwende ich da wirklich einen sehr starken Karpfenkescherstiel, weil der hält mir auch gut und ich habe mit dem oft auch schon ein gewisses Gestrüpp oder Unkraut aus dem Weg gekramt und das ist der Grund, warum ich das so fisch. Das nächste, was ist bei uns, ist das Wasser nicht so zugänglich. Natürlich einer, der mit der Wadhosen irgendwo herumrennt im Fluss, braucht das nicht. Bei uns ist es aber leider so, dass oft am Rand schon ein paar Meter oben geht und wenn du da mit der Wadhosen reinhubst, machst du blub und bist fort. Und ja, deswegen ist das das Ding, das ich verwende. Es geht auch auf die Böschungsstahl oben. Es ist oft sehr unwegsames Gelände bei uns und deswegen habe ich immer so einen Kescher mit. Und ich sage für mich persönlich, reicht er. So. Das ist das Geflecht, das ich verwende, ist eine 0,25er geflochtene
in einer runden Ausführung, achtfach geflochten. Die da ist ein bisschen gewachst auch noch, das heißt, sie ist noch ein bisschen dünner. Hat da exzellente Tragkraft mit 25 Kilo angegeben und haltet wirklich auch extrem viel. Der Vorteil durch das Gewachste ist auch, dass es ein bisschen besser funktioniert, jetzt wenn es gefroren ist. Wir wachsen sonst einfach unser Schnur nochmal mit einem Schnurfett ein oder während dem Fischen einfach mit einem Silikonspray, dass nicht so viel Wasser an der geflochtenen anhaftet und dann auch die Schnur bei Minusgraden nicht so leicht gefriert. Ich spule da jetzt eine Mono-Unterschnur auf meine Rolle rauf. Ich will ungefähr 200 Meter geflochtene Schnur auf meine Rolle raufgeben und damit wir da nicht mehr rauf bekommen, machen wir da immer Mono-Unterschnur rauf. In einem Durchmesser, der was ein bisschen was haltet, falls wirklich die ganze Schnur runtergeht. Ich nehme jetzt da eine 45er Mono. So, ich glaube, das wird jetzt reichen, dass wir 200 Meter von der geflochtenen Schnur raufbekommen. So, Haufi, die monophile Unterschnur hat, soweit ich weiß, ja noch einen Zweck, den die erfüllt. Und warum wir das machen, ist auch, dass wir die geflochtene Schnur zum Halten bringen. Das heißt, wenn wir auf so eine Metall- oder Aluminiumspul nur geflochtene Schnur aufwickeln würden, dann darf sie die auf der kompletten Kappe durchtragen. Und damit die Schnur quasi einen Grip hat, haben wir da auch die Unterschnur bzw. die monophile Schnur unten aufgewickelt, damit da ja nichts passieren kann, wenn das wirklich unterlast ist und der große Fisch hängt, oder? Das war ja auch so, was genau, man vielleicht noch sagen müssen. Genau, das ist ein Mitgrund. Eben einmal, dass wir nicht zu viel von der geflochtenen Schnur aufbekommen, wenn der Kopf zu tief ist, genau. Und dass eben die geflochtene da nicht durchrutscht. Dass die gegenhält quasi, genau. Ja? Genau. Unser Verbindungsknoten ist jetzt da der doppelte Kenner. Der ist relativ einfach zu machen. Wir legen mit der einen Schnur parallel nebeneinander, legen eine Schlaufe und fahren mit dem Schnurende da drinnen mit der Mono 5-6 Mal rundherum. Ziehen das Ganze zusammen, machen es ein bisschen feucht. Mit dem Geflecht auf der anderen Seite wieder das gleiche, liegen jetzt beide Schnüre nebeneinander. Legen wir einfach eine Schlaufe und fahren mit dem Ende wieder da drinnen rundherum. Beim Geflecht machen wir mehr Wicklungen. Ich mache so meistens 10, damit es wirklich nicht nachschlupft. Und nicht nachgibt. Ist jetzt nicht unbedingt so wichtig hinten bei der Verbindung von der Unterschnur, aber dann wichtig für den Knoten vorn zum Vorfach zum Flughafen. Alle Wicklungen schön nebeneinander sind, schön zusammenziehen und dann sieht man da, dass das wirklich schön nebeneinander liegt und eine gute Verbindung ergibt. Das Ende zwickt man da jetzt noch ab. Jetzt können wir unsere geflochtene raufspulen. Wie vorher schon erwähnt, schaue ich, dass wir so ca. 200 Meter Schnur auf die Rolle bringen. Und hier mal den Kopf drauf auf unsere Rolle.
Wir binden jetzt unser Vorfach da an die geflochtene Schnur. Ich verwende da Basigua Soft im Durchmesser 0,57. Hat eine angegebene Tragkraft von 24,5 Kilo. Abhängig des Vorfachs, finde ich, ist von der verwendeten geflochtenen Schnur. Ich persönlich fische eine 25er geflochtene, 8-fach rund geflochten mit 25 Kilo Tragkraft. Von der Erfahrung her, mit meinem Knoten passt es super zusammen. Da ist es eher vorn beim Snap abreißt, beim Hänger. Beim Fisch ist es eigentlich fast unmöglich abzureißen, meiner Erfahrung nach. Welche Stärke ihr da wirklich dann verwendet, ist ein bisschen abhängig von der geflochtenen Schnur und von dem Gewässer, wo ihr fischt, natürlich, wie groß die Fische wahrscheinlich sein werden. Wie gesagt, ich verwende das 0,57er, man kann auch das 2,50er nehmen. Es gibt dann noch das Sigua ACE, das ist ein bisschen abriebfester. Meiner Meinung nach aber ein bisschen schwieriger zum Zusammenziehen, wenn es draußen kalt ist, komme ich mit dem Soft besser zusammen, weil sie einfach die Wicklungen besser zusammenziehen lassen beim Knoten. Aber das ist Geschmackssache. Wir machen da wieder den doppelten Kräner. Einfach die Schnüre parallel nebeneinander legen, eine Schlaufe mit der Mono da drinnen, mit der 57er fahre ich viermal in der Wicklung, also in der Schlaufe durch. Wirklich ist wichtig, dass man den exakt schön zusammenzieht, dass die Wicklungen nebeneinander sind, dass er dann beim Hänger nicht auf einmal nachschlupft, weil dann reißt es dort ab. Mit dem Geflecht legen wir wieder eine Schlaufe und fahren da drinnen, wie vorher schon erwähnt, ich persönlich 10-mal rundherum. So. Wieder ein bisschen anfechten. Nochmal kräftig nachziehen, dass alles wirklich schön sauber haltet. So. Schnell zum Binden, auch draußen, wenn die Finger schon ein bisschen steif sind. Und ist wirklich von der Tragkraft her eine super Lösung. So, ja, da hoffe ich, dass ich super gebunden da, wie man sieht. Also verwenden da mal alle die Sigua, hoffe ich. Und ja, du natürlich auch. Was anderes braucht man gar nicht, sagen wir immer, weil wir haben viel verschiedene. Es gibt ja viele Hersteller, die diese Fluorocarbon-Schnüre da quasi herstellen, aber wir waren mit dem wirklich am zufriedensten. Wir kennen auch viele Leute, die in der Meeresfischerei tätig sind und die greifen auch nur zu dem. Und ich glaube, deswegen haben wir sie entschieden dafür. Und wir haben ja auch in der Praxis gesehen, dass das wirklich fürchterlich ist, wenn du da hängst, wie das heute ist. Es haltet eigentlich durch die Bank 30% besser als alles andere, was wir bis jetzt gemacht haben. Und deswegen auch ein bisschen jetzt dann erklären. Mhm. Die Vorfachlänge tust du wie lang? Weil es hat jeder seine Vorlieben und fischt ein bisschen. Ich persönlich mache es einfach immer einmal so ein bisschen über Arm lang, wenn ich so runterziehe. Das sind so 1,50 Meter ungefähr. Bei dir, ja, so 8 Meter. Was auch ein Vorteil ist, wenn man jetzt. Ich habe ein bisschen Dehnung. Fange mit, wenn ich Steiner drinnen habe, kann sich die Geflochtene nicht so leicht irgendwo einfangen und beschädigen. Und wenn ich jetzt den Knoten da gut gemacht habe, reiße ich vielleicht vor allem beim Snap 2-3 Mal ab, dann kann ich gleich da wieder anbinden und brauche nicht komplett neu das ganze Fluorocarbon anmachen wieder. Dass du wieder ein Spazi hast. Genau, dass ich ein bisschen Spazi habe, da mache ich es extra ein bisschen länger. Was gescheit ist, dass man nicht überall alles neu anbinden muss. Ne? Genau. Genau, so mache ich auch. Super, dann schauen wir mal. Wir verwenden vorne eigentlich einen schönen Rundsnap, dass wir ein schönes Köderspiel haben. Genau. Natürlich in einer dementsprechenden Tragkraft, in einer massiven Ausführung. Da mache ich eigentlich einen einfachen Wirbelknoten, Finger zwischen rein. Viermal rundherum wickeln. Ja, geht das Zupfel wieder da vorne, nehmen wir nochmal. Einmal. So, einfach da wieder einmal durch. Schön anfeichten und dann da auch wichtig, ordentlich die Wicklungen zusammenziehen, dass ich das nicht mehr nachziehen kann. Dann habe ich da eine super Tragkraft. Genau, weil das Nachziehen ist ja eigentlich auch jetzt beim Doppelten Kräner das Problem. Genau. Das wird dann heiß und beschädigt sich die Schnur und dann hast du einen Bruch. Ne? Und deswegen ist ganz wichtig, dass man die Knoten wirklich, egal was man bindet, wirklich sauber schön zusammenzieht, dass man sich da Zeit lässt. Ich tue halber, statt jetzt tust die Schernummer, ich nehme meine Zangen und ziehe ich mit der Zangen gegen, ja, weil man hat ja in der Natur sonst nichts. Ja, die Schere habe ich immer mit beim Anbinden und dann, ja, nehme ich eben gleich her, dass ich das schön, genau, zusammenziehe. Aber es ist wirklich wichtig, dass das ordentlich die Wicklungen nebeneinander sind, dass das super haltet. Was ja wichtig ist, genau, genau. So machen wir das. Und dann brauchen wir da bei unserem Snap nur einen schönen Gummifisch einhängen.
und fertig. Los geht's. Genau. Super. So, da, ja, jetzt setzt du quasi die ganze Kombo. Der Hofi hat die Schnur schon gemacht. Wir haben ein bisschen über die Schnur geredet. Gurten in der Hand. Sehr guten Köder, möchte ich meinen. Ja, mehr braucht man eigentlich nicht. Ne? Und ein bisschen ein Quantat-Klick und ein bisschen Wissen und dann haut es schon hin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte ich euch natürlich unseren Kanal zu abonnieren, beziehungsweise das eine oder andere Like da zu lassen. Und ich bin wieder wahnsinnig gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeschaut habt. Und wir werden euch mit weiteren Videos versorgen. Dann haltet uns ein bisschen die Daumen, dass wir noch was da klangeln, weil dann gibt es wieder ein paar schöne Fische zum Schauen bei uns in der Serie Huchentelefon. Ja, wir halten euch am Laufenden. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare dazu schreiben. Wir sind immer offen für nette, ehrliche Fragen und werden uns weiterhin bemühen, für unsere Kunden da zu sein und das euch allen Interessierten natürlich einen guten Huchenfischer zu machen.